Hallo Leute! Hi! Und zwar geht es heute um Manipulation. Wir werden ja manipuliert schon vom Kindesalter, Schule, Medien, Regierung. Genau. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen, weil wir in Berlin auf einer Demo waren. Eigentlich wollten wir dorthin, um für unsere Grundrechte zu demonstrieren. Was wir da erlebt haben, war krass. Mhm. Melli? Ja, auf der Grundrechte-Demo auf beim Reichstag. Ja, waren geschätzt so 400 Leute. Dann sind wir zum Alexanderplatz gefahren. Da waren es dann laut Facebook 14.000. Wir sind auf jeden Fall nicht durchgekommen. Und dort war eine Demo gegen Rassismus. Black Lives Matter, habt ihr bestimmt schon gehört. Ja, in München waren es um die 25.000, habe ich gelesen. Was ist los mit euch? Gegen Rassismus könnt ihr auf die Straße gehen. Ich meine, es ist nichts Verwerfliches daran, dass man gegen Rassismus demonstriert. Wir sind auch gegen Rassismus, aber die Grundrechte sind genauso wichtig. Vor allem, wenn man für die Grundrechte demonstriert, dann demonstriert man automatisch gegen Rassismus. Mhm. Laut Artikel 3, falls sich damals schon mal jemand von Generation Z auseinandergesetzt hat, weil die meisten waren ja nur Jugendliche da. Aber wir werden als Nazis beschimpft, weil wir für die Grundrechte demonstrieren. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Jugend überhaupt weiß, was Grundrechte sind. Oh, wahrscheinlich nicht. Ich verstehe es nicht, wenn ein Schwarzer in Amerika umgebracht wird, angeblich, weil, sorry, ich glaube den Medien gar nichts mehr. Und wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt, war dieser Mensch vorbestraft, er war kriminell. Der Polizist und er, die haben sich gekannt. Er hat eine schwangere Frau ausgeraubt, habe ich gelesen. Mhm. Für den stehen alle auf. Ich meine, okay, es ist scheiße, wenn jemand stirbt. Es ist generell scheiße, wenn jemand stirbt. Aber ihr könnt doch nicht, wegen was in Amerika passiert, hier in Deutschland zu Tausendsten, zu Zehntausendsten, zu Hunderttausendsten vielleicht auf die Straße gehen. Aber wenn hier in Deutschland was schief läuft, und zwar, dass unsere Grundrechte eingeschränkt sind. In Deutschland sterben auch Menschen. Die sterben an den Folgen des Lockdowns. Die bringen sich um, weil sie, weil ihre Existenz gefährdet ist oder weil sie einfach pleite gegangen sind oder sonst irgendwas. Das ist genauso Mord von der Regierung. Eben. Und es sind ja mehr als einer. Eben. Und es kann ja wohl nicht sein, dass ihr dann schreibt, Black Lives Matter. Hallo, All Lives Matter, geht's überhaupt noch? Leute, da merkt man ja, wie die Manipulation funktioniert. Unsere Medien sagen, ja, die Demonstranten für Grundrechte sind scheiße, natürlich keine Jugend da. Mhm. Aber die Medien sagen, gegen Rassismus sollte demonstriert werden, bla bla bla, schaut euch Amerika an, Trump ist scheiße, die Jugend. Ja, Trump ist scheiße, wir gehen demonstrieren. Corona ist zwar echt, aber wir halten keinen Abstand, da ist es scheißegal, oder was? Leute, mhm. Ich habe es gesehen und die Medien haben euch nicht zerfetzt, okay. Weil das ist von denen ja gewollt, die provozieren so mit einem Bürgerkrieg, aber gut. Ja. Spaltung läuft. Spaltung läuft, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass ihr alle keinen Abstand gehalten habt. Und es gibt genügend Fotos, die auf Facebook auch kursieren, wo man sieht, dass ihr keinen Abstand hält. Da ist es plötzlich egal und ihr werdet von den Medien nicht zerfetzt. Ihr dürft zu 20.000 demonstrieren, aber die Demonstranten für die Grundrechte sind eingeschränkt auf 1.000 mit Abstand und was weiß ich was. Die müssen sich an sämtliche Auflagen halten. In München versuchen sie schon seit Wochen, dass sie 10.000 Teilnehmer erlauben. Wird jedes Mal abgelehnt. Sie gehen vor was weiß ich, welche Gerichte, wird jedes Mal abgelehnt. Und gegen Rassismus sind dann auf einmal 25.000 Leute auf der Straße und alles ist egal. Geht's eigentlich noch? Vor allem, es geht nicht um unser Land. Es ist gut, dass ihr überhaupt auf die Straße geht, dass ihr demonstrieren geht. Aber lauft doch nicht einfach den Medien nach, Leute. Es ist nicht alles richtig, was die Medien sagen. Die Medien lügen schon seit Jahrhunderten. Er lügt wie gedruckt, kommt genau von dem Begriff Presse. Denkt doch mal drüber nach. Seid ihr wirklich schon so weit manipuliert, dass ihr das selbstständige Denken verloren habt? Hey, es ist eure Zukunft. Es ist eure Zukunft. Ihr wollt doch mal in einem freien Land leben. Ihr wollt doch vielleicht auch mal, dass eure Kinder in einem freien Land leben. Es kann doch nicht sein, dass ihr so manipuliert seid. Doch, es kann schon sein. Es geht ja schon los im Kindergarten, im Fernsehen, im Kindesalter auf Kika. RFID-Chip. Kika wirbt ganz groß dafür. Wie geil es ist mit dem Chip. Verschwörungstheorie. Wie geil es ist mit dem Chip rumzulaufen. Erzählen die unseren Kindern. Informiert euch mal besser, Leute. Dann geht's weiter in der Schule. Hier auf Facebook schon wieder geht irgendwas rum. Ein Arbeitsblatt, wo drauf steht, wenn ein Impfstoff da ist, wen würdest du als erstes impfen lassen?
Geht's eigentlich noch? Liebe Lehrer, warum macht ihr diese Scheiße eigentlich mit? Das ist Manipulation. Noch? Wisst ihr, was in dem fucking Impfstoff drin ist? Ich habe eine Kollegin gehabt. Ich sag zu ihr, hey, weißt du überhaupt, was in so einem Impfstoff drin ist? Es ist ihr jetzt egal, weil sie vertraut darauf einfach, dass das schon passt. Das sind fremde Menschen. Wie kann man bitte fremden Menschen vertrauen? Hey, es steht auf offiziellen Seiten, was Impfungen für Nebenwirkungen haben, was in Impfungen drin ist. Aber das kann man alles nachforschen. Darüber klärt ihr euch nicht auf. Ihr hört das Radio oder die Zeitung und sagt, hey, Antirassismus-Demos sind jetzt in Instapic läuft, weißt du, wie ich meine? Und schon gehen sie alle auf die Straße. Aber wenn es um eure Zukunft geht, dann nicht, oder was? Leute, ihr seid hier gehirnmanipuliert, was ist los? Habt ihr wirklich euch schon so einer krassen Gehirnwäsche unterzogen? Es ist euer fucking Leben. Es ist euer Leben. Und es sterben täglich. Täglich schwarze Menschen wohlgemerkt, ja? In Afrika an Hunger. Das interessiert euch nicht, oder was? Hey, es wird auch hier Polizeigewalt ausgeübt gegen Demonstranten. Das interessiert euch auch nicht. Was für, vor allem, was mich total erschreckt hat, diese Aggressivität bei diesen Demos. Mhm. Ich habe noch nie auf einer Grundrechte-Demo irgendwas gesehen, dass irgendjemand aggressiv geworden wäre oder so. Ihr, liebe Jugend, lauft rum mit ACAB. Plakaten. Sowas gibt's bei uns nicht. Geht's eigentlich noch? Ihr beleidigt sozusagen alle Polizisten, weil ein Polizist in Amerika angeblich diesen Schwarzen umgebracht hat. Okay? Deswegen darf man jetzt alle Polizisten beleidigen, oder was? Diese Aggressivität, die da ausgestrahlt wurde, das ist unglaublich. Ihr läuft genau in die Falle. Plan New World Order läuft, ganz ehrlich. Ihr macht's mit, dass es einen Bürgerkrieg gibt, weil ihr einfach nicht friedlich bleiben könnt und nachdenken könnt und für eure fucking Rechte demonstrieren könnt. Denkt mal drüber nach. Ich weiß nicht, ob es nicht schon zu spät ist. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber bald ist es soweit. Es kann ja wohl nicht wahr sein. 20.000 geht ihr demonstrieren, aber es ist euch scheißegal, dass ein Kind seinen sterbenden Opa nicht sehen kann. Das ist unglaublich. Was ist das? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Ich hoffe, ihr denkt mal drüber nach. Informiert euch mal ein bisschen selber und helft mit, dieses Land zu retten. Es geht um Deutschland. Und es geht auch gegen Rassismus, wenn man für die Grundrechte demonstriert. Merkt euch das. Lest nach Artikel 3 des Grundgesetzes, Leute. Die, die für die Grundrechte demonstrieren, sind keine Nazis. Mein Gott. Passt. Servus.